Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend auf der A71 bei Rentwertshausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Ford auf der A71 von Meiningen Süd in Richtung Mellrichstadt, als sie von hinten ungebremst in einen auf der rechten Spur fahrenden Lastwagen krachte. Die Trümmerteile der Fahrzeuge verteilten sich auf einer Strecke von etwa 70 bis 80 Metern, bevor der Ford zum Stehen kam. Sofort fing der Kleinwagen im Motorbereich Feuer, aber couragierte Ersthelfer hielten sofort an, griffen zum Feuerlöscher, den ein Lastwagenfahrer mitführte, und löschten die Flammen. Zudem befreiten sie die junge Frau aus ihrem Fahrzeug, die bei dem Unfallgeschehen schwerste Verletzungen erlitten hatte. Sie wurde später vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Meiningen gebracht. Die A71 war im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Schweinfurt für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Danach wurde eine Spur wieder freigegeben.